70 Jahre Ostbad. Das bedeutet eine Menge Tradition, konstante Weiterentwicklung hin zu einem modernen Freibad und viele schöne Erinnerungen. Am Morgen lud die Jena Bäder- und Freizeit GmbH zur Jubiläumspressekonferenz mit Vertretern der Stadtwerke und aus der Lokalpolitik, die ihre Wertschätzung zum Ausdruck brachten und von ihren schönsten Erfahrungen im Ostbad berichteten. Da sind viele schöne Familienmomente dabei, als die Kinder noch kleiner waren, auf dieser Rutsche hier oder auch der Rutsche, die davor war. Es ist einfach traumhaft, wenn man beim Frühschwimmen ganz, ganz früh dran ist und dann der Erste ist, der in das noch spiegelglatte Wasser steigt. Aber die allerschönste Sache hier im Ostbad ist, wenn man eben beim Frühschwimmen in diese Richtung schwimmt und dann genau den Moment abpasst, wo hinter dem Jens sich die Sonne durchbricht. Das ist unbeschreiblich, kann ich nur jedem empfehlen. Macht das mal. Es ist ein wunderschönes Bad. Zu den Gratulanten gehörten noch einige Besucher und Funktionäre der ersten Stunde. Wie zum Beispiel die drei Geschwister Gisela Kunze-Güttich sowie Uwe und Lutz Schumann. Erstere war von 1968 bis 1977 Schwimmmeisterin im Ostbad. Eine Zeit, in der vieles im Bad noch ganz anders war. Da ist die Aufsicht und die Pflege des Bades heute ein Kinderspiel. Wir haben damals noch mit Chlorgas gearbeitet und hatten einmal in der Saison, meistens Ende Juni, Anfang Juli, Wasserwechsel. Da war das Bad dann, je nachdem, wie es Wasser war, 3 Tage zu. Also wir haben über Nacht abgelassen. Wir haben in die Nacht angefangen zu reinigen bis zum nächsten Tag. Und wenn wir damit so weit fertig waren und Frischwasser brauchten, war unser Zulauf der Schieber, wo jetzt POM steht. Das durfte nur eine bestimmte Umdrehung aufgemacht werden, sonst hat ganz hinaus kein Wasser gehabt. Aber es hat immer wieder Spaß gemacht. 1964, da waren wir 6 Jahre. Ja, 6 Jahre waren wir da alt. Haben schwimmen gelernt, erst im Volksbad bei meiner Schwester, die hier Schwimmmeisterin war. Und dann sind wir halt jeden Sommer in Sommerferien, waren wir von früh bis abends hier im Bad. Und abends dann halt obligatorisches Papier sammeln. Das sah nicht so sauber aus wie heute, sondern da musste man wirklich Papier sammeln. Da sind wir mit einem riesen Sack losgezogen und Handschuhe an und dann haben wir hier aufgesammelt. Ja. In der jüngeren Geschichte des Bades steht vor allem die Sanierung 2012 im Vordergrund. Der Stadtrat entschied sich letztendlich für ein konventionelles Freibad mit Chlorreinigung und gegen ein weiteres Naturbad. Ein Entschluss, den die Verantwortlichen in der Rückschau nicht bereuen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, da war ich noch im Stadtrat, gab es eine sehr, sehr breite Diskussion, ob man hier aus dem Ostbad ein naturgeklärtes Bad machen soll oder nicht. Und ich sage heute Gott sei Dank, ich habe damals auch wirklich schwer mit dran gewirkt, dass das nicht gemacht wird. Wir haben uns dann durchsetzen können. Man hat es nicht gemacht, man ist bei der Chlorklärung geblieben. Es ist ein klassisches Bad. Wir hätten sehr, sehr viel Fläche verloren. Man hätte für die Naturklärung sehr, sehr große Teile der Wiese wegnehmen müssen. Die wären dann unbetretbar gewesen. Und ich fand das eine sehr wichtige und gute Entscheidung, dass man sich eben für die heutige Variante entschieden hat. Denn wir haben mit dem Schleichersee oder dem Südbad in Jena wirklich ein wunderschönes Naturbad und hier dann genau das Gegenteil. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Meilenstein. Ja, und in den letzten Jahren haben wir hier, glaube ich, sehr viel saniert, aufgehübscht, viel für die Kinder geschaffen. Wir haben einen wunderschönen großen Spielplatz. Wir haben die Duschen gebaut, Familienduschen auch, die ganz toll thematisiert sind. Unser Motto ist hier das Leben an der Saale. Bäderchefin Susanne Zetzmann verbrachte im Ostbad ihre eigene Ausbildungszeit. Den besonderen Reiz des Bades sieht sie vor allem in dessen Lage und Aufbau. Also ich glaube, für viele macht den Reiz des Ostbades erstmal die Natur aus. Also wir liegen hier wunderschön unterhalb des Jensichs. Also die Anlage ist mega toll, was das angeht. Man hat Schattenflächen, man hat große Bäume und man hat dieses wunderschöne große Becken. Einen schönen Kleinkinderbereich und natürlich auch einen wunderschönen Erlebnisspielplatz für die Kinder. Und das macht einen super schönen Treffpunkt für Jung und Alt. Für die Stadt Jena ist das Ostbad als großflächiger Ort der Begegnung und als Alternative zu Hallen und Naturbädern von besonders großer Bedeutung. Ja, es ist unglaublich wichtig. Einmal braucht man natürlich für alle Jenerinnen und Jener genug Wasserfläche. Wir haben die Hallenbäder, wir haben die Freibäder, den Schleichersee, hier das Ostbad. Und das ist einfach ein Idyll in der Stadt. Also hier ist Schwimmen viel, viel mehr als nur Schwimmen. Hier ist Schwimmen und Wohlfühlen.
Das brauchen wir unbedingt, sei es für das Sportliche, dass die Kinder schwimmen lernen, aber eben auch für den Spaß, sieht man ja gerade hinter mir, es ist nicht wegzudenken. Und dass wir inzwischen genügend Wasserfläche haben für die Jenaer Bevölkerung, ist nicht selbstverständlich und sehr, sehr gut, dass wir das haben schaffen können. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, wurde der Rest des Tages mit einem bunten Programm in und neben dem Wasser zelebriert. Egal ob Workout-Session oder Aqua-Balance, Puppentheater oder Neptunfest, Volleyballturnier oder Afterwork-Disco, Badespaß im Nichtschwimmerbecken oder einfach die üblichen Bahnen im Schwimmbereich. Die Optionen, die Feierlichkeiten voll auszukosten, waren zahlreich. Der Andrang und der Enthusiasmus der ca. 1700 Badegäste bestätigt den guten Ruf des Ostbads und lässt ahnen, dass es auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Jenaer Bäderlandschaft einnehmen wird.